Hey Leute, es geht wieder los. Wir shoppen live im Teddy und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mit dem Video. Viel Boah, eine Riesenkrake gibt es jetzt, oder Spaß! zwei. Guck mal hier, die sind voll groß, 50 Euro. Schade nur, dass die hier so ein bisschen auf dem Fußboden liegen mit ihren Riesententakeln. Und Tischfußball gibt es für 15 Euro. Das ist ja auch cool hier. Ich habe hier einen Karteikartenblock entdeckt. Ist ja auch nicht schlecht. Guck mal, sind so drei untereinander und dann kann man die mal so abreißen. Das ist ja auch cool. Wie witzig ist das denn? Ein Fisch als Stift gemacht. Wie cool. Für 2 Euro. Da gibt es verschiedene Farben. Süß. Dieser Stift schreibt auf dunklem Papier, nicht zu übersehen. Sieht sehr schön aus. Kostet 3,50. Oh toll, jetzt gibt es wieder diese ganzen Aufbewahrungsdosen und so weiter. Die sind alle aus Glas. 2 Euro. Oh, ich glaube, da muss ich mal ein extra Video oder so zudrehen. Hier gibt es auch noch so ein ganzes Set. Richtig cool. Ach, wie süß hier unten. Guck mal, schöne Beschäftigung für Katzen für 4 Euro. Und hier sehe ich noch was Neues. Huch, das knistert so. Für wen ist denn das? Macht so Knistergeräusche irgendwie. Niedlich sieht's aus. Gucken, ob hier was drauf steht. Ach, ein Hund ist drauf. Okay, cool. Oh, guck mal, es gibt jetzt wieder Kalender für Tiere. Hier einmal für Katzen und für Hunde. 5 Euro. Nein, 6 Euro sind die jetzt. Okay, waren die nicht nochmal 5 Euro? Und der ist auch 6 Euro. Ui, hier gibt es jetzt auch diese Riesenbecher. Guck mal, schönes. Ja, pink würde ich jetzt behaupten, dass das ist. Für 5 Euro. Ah, da gibt es noch welche in Grau, alles klar. Sehr schön. Und hier gibt es noch andere. Guck mal, hier steht es dann gleich drauf. 6 Stunden heiß und 10 Stunden kalt. Auch nicht schlecht. Ach, hier habe ich auch noch diese Reinigungsbürste entdeckt. Guck mal, kann man so, ja, zum Abschrubbeln nehmen und da kann man die gleich befüllen. Das ist richtig cool. Das muss ich auch mal irgendwann testen. Und auch hier sieht man es. Weihnachten kommt. Guck mal, hier gibt es wieder diese schönen Sterne. Hier auch. Ach, so schön. Die haben hier wirklich schönes Geschirr. Das ist so schön weiß. Das ist ein richtig tolles Weiß. Gefällt mir so gut. Oh, guck mal, neue Tassen mit buntem Henkel. Sind auch hübsch. 1,55 kosten die. Süß. Gefallen mir auch gut hier unten. Oh, den Mörser, den habe ich auch. Große Empfehlung. Den habe ich immer noch. Der ist so toll. Auch die Gläser hier finde ich auch sehr schön. Ui, die sind richtig schwer. Und auch hier schon jede Menge Weihnachtsmotive. Guck mal, süß. Oder diese Tassen mit Weihnachtsmotiven. Oh, die hier gab es vorher ja auch. Ich weiß gar nicht mehr. Was kosten die denn eigentlich? Ah, 3 Euro. Okay. Ob die vorher ja 3 Euro waren, weiß ich gar nicht mehr. Und hier unten auch süße Glasdosen. Guck mal, der Deckel ist so schön. Für 3 Euro. Schön mit Plätzchen befüllen und dann kann man das richtig toll verschenken. Und hier gibt es auch wieder Geschirr. Irgendwie kenne ich das noch gar nicht. Ich habe es nicht mehr so wirklich in Erinnerung, ob ich das schon kenne oder nicht. Aber ich, doch, ich glaube, das stand auch schon mal irgendwie. Ich glaube, das ist jetzt quasi so der letzte Rest, der jetzt hier noch abverkauft wird. Aber es ist sehr hübsch, also mir gefällt es. Oh, Bilderrahmen. Hier gibt es auch eine große Auswahl. Von klein bis groß ist hier alles dabei. Das muss ich doch glatt mal durchschauen. Das habe ich nämlich auch auf meinem Einkaufszettel so stehen, dass ich noch Bilderrahmen kaufen wollte. Oh, richtig schön groß der hier. Weihnachtsgirlanden gibt es hier noch jede Menge. Da muss man auch immer echt schnell sein. Die sind dann irgendwie immer ganz schnell ausverkauft. Und so schöne Kugeln. Ist das toll. Oder auch so witzige Sachen haben die hier. Guck mal, süß. Ist auch hübsch. Das Schweinchen hier im Tütü. Oder das Auto. Ach, das ist so schön. Und es gibt auch schon jede Menge ja, Bastelideen quasi für Weihnachten. Hier gibt es richtig viel Bastelzeugs, muss ich sagen. Also auch ganz toll. Und hier geht es auch noch weiter. Richtig viel Weihnachten. Also wirklich wieder richtig, richtig viel hat Teddy. Guck mal hier. Schöne Riesenschleife. Wunder, wunderschön. Oh, hier ist auch nochmal super schöne Weihnachtsdeko. Gefällt mir ja auch richtig gut. 3,55. Und hier oben. Oh, ist das auch süß. Für Halloween gibt es ja auch noch eine Riesenauswahl, vor allem Schminkkram, also so Blutsachen. Guck mal, haben die hier richtig viel. Ganz viel Verschiedenes.
Fingernägelkette. Cool. Hier gibt es auch noch so Blut zum Sprühen. Okay, ist ja auch eine Riesenflasche. Aber hier geht es auch noch weiter. Also die haben ja richtig cooles Zeug für Halloween, muss ich sagen. Jede Menge Spinnen, auch große, kleine, alles Mögliche dabei. Guck mal. Okay, super witzig irgendwie. Und hier unten gibt es richtig viel, ja, so wie eine Art Hexenkessel. Auch süß. Total witzig. Hier ist noch jede Menge Basteldeko für Halloween. Auch cool. Und hier unten, guck mal, gibt es auch so Servietten oder Teller, Tischdecken und so weiter. Also richtig große Auswahl. Ich glaube, vorher war das nicht so groß, würde ich sagen. Hier oben geht es noch weiter mit Spinnennetzen. Und Kostüme gibt es auch. Cool. Süße kleine Hocker für 8 Euro in 3 verschiedenen Farben gibt es die hier noch. Süß. Oh, hier gibt es wieder diese Holzteile. Damit basteln ja auch sehr viele. Und die Schilder hier, guck mal, die sind auch toll. Da gibt es immer richtig coole Sprüche. Gibt es auch immer wieder verschiedene. Finde ich auch süß zum Verschenken. Stellt man sich doch auch gerne hin, sowas. Sehr hübsch. Kleine süße Vogelhäuschen. Niedlich. Für 5 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur so eine Art Deko ist oder ob man die wirklich irgendwo hinhängen könnte draußen. Keine Ahnung. Oh, hier weihnachtet es auch. Süße Tassen gibt es ja auch jedes Jahr. Mega cool. Jetzt habe ich hier gerade eine ohne Preis. Die ist ja auch cool. So eine Tasse oder Glastasse mit Baum drin. Da gibt es auch mit Sternen drin. Süß. Also Tassen verschenke ich auch immer sehr gerne. Und diese Weihnachtstasse hier ist auch richtig cool gemacht. Die wechselt die Farbe, wenn man da was Heißes reinfüllt. Mega cool. Und hier gibt es schon jede Menge Teller. Die sind aus Pappe. Süß, die hier auch. Es gibt aber auch so feste Teller. Finde ich auch immer super schön, wenn man da so Kekse verschenkt oder so. Folie drumherum und fertig. Ach süß, guck mal, für Kinder. So ein Kinderweihnachtsset für 6 Euro. Guck mal, hier so ein Schild ist auch beleuchtet. Oh, die kenne ich ja auch noch nicht. Oder ich bin immer dran vorbeigelaufen. Fürs Handy. So als Ketten gemacht. Auch nicht schlecht. Heute musste ich sie noch mitnehmen. Diese wunderschönen Schälchen. Ihr habt ja letztens gesehen, da habe ich diese riesengroßen Teller mitgenommen. Und heute wurden es noch die passenden Schälchen. Das waren nämlich die letzten 4 Stück. Davon hat jeweils 1 Euro gekostet. Und da die super zu den Tellern passen, dachte ich mir, ach, das sieht so schön aus, wenn man da irgendwie einen schönen Salat oder sowas hat. Und ja, rote Schälchen fand ich richtig cool, dass es die noch gab und dachte, heute musst du sie mitnehmen. Dann haben wir diesen schönen großen Bilderrahmen entdeckt. Kann man schön seine Fotos einordnen. Zum Beispiel vom letzten Urlaub. Bei uns wird das auch ja, für die Urlaubsfotos direkt genutzt werden. Und das Coole ist, man kann es entweder so lang aufhängen oder auch so quer. Und dieser große hier hat gekostet 5 Euro. Und da wir so einige schöne Fotos jetzt mal wieder quasi gesammelt haben im Urlaub, habe ich dann noch mehr gekauft. Einmal so einen hier, den kann man so klappen. Also den kann man dann ja auch cool aufstellen, kann man aber auch hinhängen, je nachdem wie man gerne möchte. Und der hat gekostet 3 Euro. Und dann habe ich mich noch für diese kleinen hier entschieden. Ob wir die aufhängen oder hinstellen, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber ich finde, die kann man auch gut verschenken. So hat man einfach mal welche da, wenn man ein schönes Foto verschenken möchte. Oder einen Gutschein oder so. Und das in einem Bilderrahmen. Das habe ich nämlich letztens bekommen. Fand ich auch sehr cool oder eine coole Idee, das im Bilderrahmen zu machen, so einen Gutschein. Und ja, deswegen dachte ich, ich nehme mal 2 davon mit. Haben auch nur jeweils 1 Euro gekostet. Und dann haben wir das hier entdeckt in der ja, Bastelabteilung quasi. Das ist ein Puzzle, was man aber selber bemalen kann. Finde ich eine richtig witzige Idee. Da gab es auch noch verschiedene Formen. Wir haben uns jetzt erstmal für so eins hier entschieden. Kann man dann selber anmalen und puzzeln. Fand ich cool. Und es hat gekostet 1 Euro. Möchtest du das schon haben oder noch nicht? Ja, ich möchte schon haben. Ich mach's auf, ja. Und wir brauchten mal wieder Straßenkreide zum Malen. Hier sind 7 verschiedene Farben drin. Guck mal, eine riesen Box für gerade mal 1,55. Und hier haben wir dann auch noch gleich fleißig drauf losgemalt.
Und die Katze fand es auch lustig. Dann wurden sich schon Schneeflöckchen ausgesucht. Und weil diese aussehen wie Elsa-Schneeflocken, haben wir die mitgenommen. Kann man dann ans Fenster kleben? Also ich denke, das ist fürs Fenster. Würde ich jetzt so verstehen. Steht das drauf? Steht nicht direkt drauf. Also ich hoffe, dass wir jetzt die richtigen genommen haben und dass die dann fürs Fenster sind. Die sehen so schön aus, guck mal. Und heute habe ich endlich dran gedacht, weil ich mir einen Zettel gemacht habe, was wir so alles brauchen, beziehungsweise nach was ich schauen möchte. Und ich wusste, dass es den dort gibt, einen Klebebandroller. Auch nochmal mit extra Klebestreifen dazu. 2,55 hat der gekostet und der ist richtig schön schwer. Es gibt ja diese Plastikteilchen, sag ich mal. Da ist mir jetzt einer kaputt gegangen. Der hat lange gehalten, aber der war immer sehr, weil der nicht so schwer war, ist es immer so hin und her gerutscht und das hat einen ganz nervös gemacht, gerade wenn man sehr viel einpackt oder sehr viel klebt, so wie ich. Dann war das so ein Plastikding einfach nichts. Also wie gesagt, das war einfach viel zu leicht und der ist richtig schön schwer. Der steht richtig gut auf dem Tisch. Dann kann man das immer schön abreißen und kann auch zügig kleben quasi. Außerdem Briefumschläge habe ich mal mitgenommen. Ich habe mich heute mal für so einen braunen entschieden. Ich habe noch, ich weiß nicht, zwei oder drei von denen in weiß. Aber ich finde, wenn man die so ein paar Mal anfasst, dann in der Tasche mit sich rumtransportiert und nicht gleich irgendwie in die Briefkasten schmeißt, beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, wie sie dann ankommen, dachte ich mir, ist weiß immer gar nicht so praktisch. Also ja, sieht kurzzeitig vielleicht schön aus, aber wer weiß, wie es dann ankommt. Deswegen dachte ich, ich nehme jetzt mal in braun solche Umschläge mit und die haben gekostet 1 Euro. Da, man mag es kaum glauben, das erste Weihnachtsteilchen. Guck mal, ist das hübsch, es ist so schön. Ich fand das so, so niedlich. Musste ich unbedingt mal heute schon mitnehmen. Ich fand es einfach, es gab so viel Weihnachtsdeko. Ich hätte schon drauf losshoppen können. Aber ich dachte mir, nee, fangen wir mal langsam an. Heute reicht eins. Und das hat gekostet 3 Euro. Ich denke, das ist auch völlig okay, weil es ist recht groß. Außerdem, Batterien brauchte ich unbedingt wieder. Ist immer für meine Kameras oder Mikrofon, je nachdem. Und da habe ich jetzt die mitgenommen. Ich muss sagen, ich nehme leider nicht mehr diese, wo hier Teddy draufsteht. Tut mir leid, ohne dass es böse gemeint ist. Aber irgendwie laufen die viel zu schnell aus. Und mit denen hier habe ich keine Probleme. Die sind gut und günstig. Und ich finde, die laufen nicht aus. Denn ich denke nicht, dass es gerade gut ist, wenn die auslaufen. Und deswegen greife ich jetzt lieber immer zu diesen hier. Dann habe ich noch ein paar Blätter mitgenommen. Die kann man so einzeln hinstreuen. Und ich brauche da drüben noch welche für den Schrank. Das sieht da so ein bisschen leer und kahl noch aus. Und deswegen dachte ich, ach komm, nehmen wir jetzt noch ein paar Blätter mit. Und die haben auch nur 1 Euro gekostet. Und heute habe ich endlich dran gedacht, wie gesagt, ich habe mir ja diesmal einen Zettel geschrieben. Und diesmal habe ich endlich Messer nachgekauft. Irgendwie sind mir meine, ich glaube, seit dem Geburtstag abhanden gekommen. Ich weiß nicht, ob ich sie liegen gelassen habe oder so. Also zwecks Geburtstag und so, wenn ihr da ein extra Video sehen wollt, meine Geburtstagsvorbereitung und die Party und so weiter, kann ich dir gerne nochmal verlinken. Da hatte ich auch ein Video dazu gedreht. Und ja, wie gesagt, da sind irgendwie Messer weg seitdem. Und deswegen habe ich jetzt endlich mal wieder welche nachgekauft. Ich brauchte nämlich unbedingt diese hier. Die sind nämlich richtig cool, schneiden super und kann man gut Obst, Gemüse schnibbeln. Und hier sind gleich 3 Stück drin für 1 Euro. Und heute gab sie wieder diese kleinen süßen Glasdöschen hier. Guck mal, so sehen die aus. Alle aus Glas. Haben einen wunderschönen silbernen Deckel und da kann man einfach gut Gewürze abfüllen. Und die wollte ich unbedingt nochmal kaufen für Gewürze. Kosten 4 Stück auch nur 3 Euro. So ihr Süßen, wir sind durch mit dem heutigen Video. Zeig mir doch gerne, ob es dir gefallen hat mit einem Daumen nach oben. Darüber freue ich mich ganz besonders. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen sonnigen Tag und sage bis ganz bald zum nächsten Video. Ciao!